Target locked. Ja, lasst uns über diese Monstrosität von Champion reden. Riot Games hat in den letzten Jahren einige interessante Champions rausgebracht. Und wenn man diese nebeneinander stellt, dann sieht Belveve gar nicht mal so schlimm aus. Sie ist halt keine Gwen, keine Zeri oder, wenn wir weiter zurückgehen wollen, keine Camille. Belveves Potenzial ist nicht groß genug, um auf ein Level mit den genannten zu kommen, und noch viel wichtiger, Belveve ist viel situativer, während du Gwen, Camille oder Zeri eigentlich immer picken kannst, wann du es willst. Sie sind einfach so broken. Nichtsdestotrotz hat es Riot Games geschafft, diesen Champion bei seinem Release so sehr zu überladen, dass er einfach nur unfair ist. Und das kann ich sehr, sehr gut beurteilen, weil ich den Champion sehr, sehr gerne spiele. Und ich merke, dass dieser Champion einfach nur unfair ist. Aber was genau ist ihr Problem? Die meisten Leute dürften bereits gemerkt haben, dass der Champion sehr viel Auto-Attackt. Sehr, sehr viel. So viel, dass sie gar keine Attack-Speed-Cap hat. Ihr hört richtig. Während die meisten Champions nur auf maximal 2,5 Angriffe pro Sekunde kommen können, darf Belveve beliebig häufig angreifen, wenn sie die entsprechenden Werte dafür erreicht. Normalerweise wäre das kein großes Problem, weil es wirklich viele Items braucht, um diesen Attack Speed Wert zu erreichen, aber Belveve ist halt ein Champion aus 2022 und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie in einem Spiel auf 3,5 bis 5 Attack Speed kommt. Mein Rekord war übrigens mal 8,2 Attack Speed, aber das war auch ein sehr, sehr wildes Spiel und es sah einfach nur verdammt dämlich aus. Aber wie genau kommt Belveve auf diese krassen Werte? Naja, indem sie, anders als alle anderen Champions im Spiel, kein Attack Speed pro Level bekommt. Sie startet bei 0,85 auf Level 1, was sehr, sehr viel ist, es ist der höchste Wert von allen Champions. Und dann kann sie durch das Töten von Jungle Camps, Cannon Minions und Champions Stacks erhalten. Sie bekommt 1 Stack pro Jungle Camp und Cannon Minion und 2 Stacks für epische Monster und Champions. Und für jeden Stack erhält sie permanent Bonus Attack Speed, der mit Leveln skaliert. Pro Stack bekommt sie auf Level 1 0,28 und auf Level 18 1% Attack Speed dazu, wodurch sie alleine durch das Jungeln sehr, sehr schnell auf brachiale Attack Speed Werte kommt. Das wird natürlich ein wenig ausgeglichen, indem Belveve mit ihren Auto-Attacks nur 75% Schaden macht und das gilt nicht nur für ihre Auto-Attacks, sondern auch für alle Effekte, die über ihre Auto-Attacks getriggert werden, also zum Beispiel On-Hit-Effekte. Das nimmt in der Theorie natürlich einiges an Schaden weg und in der Praxis auch, aber es gibt da so einen Kniff dahinter. Also zum einen lohnt es sich mathematisch einfach, durchschnittlich dreimal so viel Attack Speed zu haben wie andere Champions, wenn man dafür nur 25% Schaden verliert. Und zweitens gibt es On-Hit-Effekte, deren Schaden nicht reduziert werden können. Und zwar On-Hit-Effekte, die Tool Damage anrichten. Und da gibt es zwei relevante für sie. Zum einen haben wir den Kraken Slayer, den man sehr, sehr schnell mit ihr hochstacken kann und der aktuell eher weniger gebaut wird, weil man eher auf das Sunfire geht, weil dieses Item einfach sehr, sehr stark ist aktuell und Belveve davon profitiert, dass sie länger überlebt. Aber es gibt ja noch einen zweiten On-Hit-Effekt, und zwar ihre Ult. Denn ihre Ult gibt ihr passiv einen On-Hit-Effekt, der True Damage anrichtet. Dieser On-Hit-Effekt hat einen geringen Base-Damage, der mit Bonus-AD skaliert, und wenn sie ein Ziel angreift, dann erhöht sich der True Damage gegen dieses Ziel um 1 für jeden weiteren Auto-Attack gegen das Ziel. Und wenn man das Ziel wechselt, wird dieser Wert zurückgesetzt. Also sagen wir, man macht 10 True Damage beim ersten Hit. Dann macht der zweite Hit gegen dasselbe Ziel 11 True Damage, der dritte macht dann 12 True Damage und so weiter und so fort. Was jetzt nicht nach viel klingt, aber wenn man wie Belveve 5-mal pro Sekunde angreifen kann, dann summiert sich dieser On-Hit-Effekt ganz schön gewaltig. Vor allem, wenn man bedenken muss, es ist True Damage. True Damage ist immer sehr, sehr stark. Aber natürlich ist das nicht alles, was Belveve machen darf. Denn immer, wenn sie eine Fähigkeit verwendet, bekommt sie unten in ihrer Leiste so 2 von 6 Stacks gutgeschrieben. Wenn sie nun mit einem Stack Auto-Attack, dann wird er verbraucht und sie bekommt nochmal 25 bis 50% Bonus-Attack-Speed für diesen Auto-Attack dazu, wodurch sie noch schneller angreifen kann und das eigentlich permanent, da sie durch ihre vielen Dashes diese Stacks eigentlich immer sehr schnell generieren kann. Und apropos Dashes, ihre Q gibt ihr 4 Dashes, die jeweils ein 110%iges AD-Scaling haben und jeder dieser Dashes hat seinen eigenen Cooldown, dessen Cooldown-Reduction mit Attack-Speed skaliert. 1% Bonus Attack Speed geben ihr da 0,25 Ability Haste. Und da man in einem Spiel gerne auf mehr als 300% Bonus Attack Speed kommt, hat man im Late Game dementsprechend geringe Cooldowns auf dem Spell.
Viel wichtiger ist aber, was einem der Spell im Early Game bringt. Denn vier Dashes, die guten Schaden anrichten, machen Belveth im 1 gegen 1 zu einem sehr, sehr starken Champion. Und sie ist damit auch in der Lage, ihre Gegner runterzujagen. Denn vor den ganzen Dashes kommen nur sehr schwer weg. Und ich sag mal, wenn sie Level 4 ist, macht einer dieser Dashes so 90 bis 100 Normal Damage. Das ist ultra viel, wenn man vier Stück davon hat. Und das Beste an dem Spell ist, dass man auch sehr, sehr gut Skillshots dodgen kann. Ich meine, man hat vier Dashes, die in vier Richtungen gehen. Wenn man das Achievement stacken will, dass man Skillshots dodgen soll, dann muss man einfach Belveth drücken, irgendeinen Champion fighten und random irgendwo hin dodgen. Du wirst dieses Achievement so schnell hochstacken, einfach weil es ist schwierig, mit diesem Spell nichts zu dodgen. Verstärkt wird ihr 1 gegen 1 Potenzial durch den dümmsten Spell in ihrem Kit, ihrer E. Durch die sich Belveth 1,5 Sekunden lang nicht bewegen kann. Währenddessen greift sie das loweste Ziel in ihrer Nähe 6-mal und einmal pro 33% Bonus-Attack-Speed an. Also Pi mal Daumen macht Belveth in diesem Zeitraum knapp weniger als ihren vierfachen Attack-Speed-Wert als Auto-Attacks, die dann basierend auf dem fehlenden Leben des Ziels mehr Schaden verursachen. Also der Spell hat einen sehr, sehr geringen Base-Damage und der steigt rapide an, wenn dem Gegner viel Leben fehlt. Und um das Ganze auch noch zu balancieren, machen bei Belveth On-Head-Effekte auch nur 6 bis 24% ihres Schadens, je nachdem, wie viel Leben dem Ziel gerade fehlt. Wobei er natürlich bedenken muss, dass True-Damage wieder nicht reduziert werden kann. Also die Vorstellung, dass Belveth in 1,5 Sekunden 14 mal den On-Hit-Effekt von ihrer Ult raushaut, der ja 2-Damage ist, ist keine schöne Vorstellung, nein. Zusätzlich bekommt Belveth währenddessen eine 70%ige Damage-Reduction aus jeder Schadensquelle und einen dicken Lifesteal-Wert obendrauf. Sie exekutiert in dieser Form also nicht nur ihre Ziele. Sie macht nicht nur brachialen Schaden währenddessen, sondern sie ist währenddessen quasi untötbar und sie heilt sich währenddessen auch noch hoch. Das ist Peak Champion Design, wie man es von Riot Games kennt. Naja, und wie sich das Ganze in ihrem Gameplay äußert, ist eigentlich recht simpel. Belveth farmt ihren Jungle, um so viele Stacks wie möglich zu generieren und Level zu bekommen. Da Belveth so viel Schaden mitbringt, kommt sie auch eigentlich relativ gut durch den Jungle. Verdammt gut. Sie ist sehr, sehr schnell. Es gibt nicht viele Jungler, die das Ganze irgendwie contesten können und dementsprechend wird Belveth in den meisten Jungle-Matchups einen sehr, sehr großen Farmvorteil haben, weil sie einfach schneller ist als so ziemlich jeder andere. Ja, und was macht sie danach? Nun, man könnte denken, dass Belveth den ganzen Tag lang Power farmt, damit sie halt möglichst viele Stacks und damit sie möglichst viel Gold sammeln kann. Aber das braucht sie gar nicht zwangsweise zu tun, denn sie kann doch einfach mit Level 4 in den gegnerischen Jungle laufen und den gegnerischen Jungler töten. Denn man würde ja denken, dass ein Champion, der keine Attack Speed pro Level generiert und dafür Stacks sammeln muss, naja, dass er vorher Stacks sammeln muss, bevor er stark ist. Aber das ist hier nicht der Fall, denn Belveth hat so viel Base Attack Speed und bekommt durch die ersten 6 Jungle Camps bereits so viel Attack Speed, dass ihr das Ganze egal sein kann und ihre Q macht im 1 gegen 1 so viel Schaden, dass die wenigsten Champions da mithalten können. Auf Level 4 macht sie mit 2 Qs, 2 Auto-Attacks und mit ihrer E zusammen mit Conqueror, Pressy Attack oder Lethal Tempo so viel Schaden, dass das kaum ein Champion überleben kann, während sie mit ihrer E gleichzeitig quasi den gesamten Schaden des gegnerischen Junglers negiert. Belveth zwischen Level 4 und Level 6 ist ein Jungler, der von den wenigsten Champions besiegt werden kann. Viego, Diana, Lee Sin, Graves, Wukong, Kha'Zix, Kindred, Pantheon, das sind alles starke 1 gegen 1 Champions, die Belveth früh im Spiel absolut vernichten kann, wenn sie ihre E oder ihre Q nicht falsch einsetzt. Und das wird im Verlauf des Spiels nicht besser, weil sie sehr, sehr stark im Midgame spiked. Sie synergiert einfach sehr, sehr gut mit Items und die Tatsache, dass sie im Early Game so ein starker Duellant ist, ist kritisch, denn wie genau gewinnt man ein Spiel gegen einen Farm-Jungler? Entweder snowballt man das Spiel so sehr, dass es vorbei ist, bevor der Farm-Jungler stark ist, oder man invadet diesen Jungler und hält ihn klein. Das ist das Counterplay gegen Farm-Jungler und was genau macht Belveth? Sie besiegt den gegnerischen Jungler, der sie invaden will, oder sie countergankt den Jungler, der früh Ganks machen und das Spiel so beschleunigen will. Denn sie ist im 1 gegen 1 und dementsprechend auch im 2 gegen 2 und 3 gegen 3 einfach stärker im Early Game. Dementsprechend einfach wird es für Belveth auch in das Spiel zu kommen und ihre phänomenalen Schadenswerte rauszuhauen, denn der Schaden, den sie rausbringen kann, der ist absolut lächerlich und wirklich downfokussen kannst du sie auch nicht, denn dann drückt sie ihre E-Taste und dein Team macht keinen Schaden mehr an sie. Vor allem kannst du den Spell nicht mal mit CC oder so abbrechen, wenn Belveth es richtig anstellt, hat sie quasi eine Kale-Ult auf ihrer E, weil du, wenn du kein True Damage machst, niemals durch diese Damage Reduction und den Lifesteal durchkommst. Und außerdem hat sie dann noch ihre Ult, mit der sie sich im Teamfight jedes Mal heilen kann, wenn ein Gegner stirbt, was es noch schwerer macht, Belveth zu töten. Und die Tatsache, dass Death Stance und Morph My Mortius so tolle Items für sie sind,
Das hilft auch nicht gerade weiter, diesen Champion angreifbarer zu machen. Und dass das Blade of the Rune King aktuell vielleicht eines der drei besten Items im Spiel ist unter dem Radar, hilft auch nicht gerade weiter, diesen Champion balancierter zu machen, weil das wirklich perfekte Item für diesen Champion ist. Das Ganze heißt jetzt natürlich nicht, dass Belveth ein perfekter Champion ist. Belveth-Ganks sind zum Beispiel nicht optimal, da sie meistens auf die Gegner zudashen muss, um ranzukommen, und das kostet dann früh sehr viel Schaden und es könnte dann sein, dass sie den Gegner dann nicht töten kann. Ihre Ganks sind jetzt nicht schlecht, aber sie könnten durchaus besser sein. Und dann kommt noch ihr großer Nachteil, dass sie dem Team quasi keine Utility gibt. Sie hat halt nur Damage und ihre Fähigkeit mit der E anderthalb Sekunden lang quasi unverwundbar zu sein. Und das führt dazu, dass Belveth nicht in jedem Spiel gepickt werden kann. Theoretisch. Denn Belveth braucht eigentlich ein Team um sie herum, das ihre Schwächen kaschiert, das es ihr erlaubt, ihren Damage durch das Spiel zu bringen. Sie braucht Engage an ihrer Seite, denn wenn sie diesen nicht hat, dann muss sie halt auf die Gegner zulaufen, sie kann währenddessen gekitet werden und wenn die Gegner Disengage-Kombos haben, dann hat sie einfach eine sehr, sehr schlechte Zeit im Spiel. Deswegen wird sie im Competitive zum Beispiel auch nicht so gerne gesehen aktuell, weil ihre Ganks am Anfang einfach zu schwach sind und weil sie dem Team generell zu wenig bringt. Du kannst sie zwar spielen, weil du kannst ein Team um sie herum bauen, aber aktuell haben die Jungler eher Mittel, ihr Team mit Utility zu unterstützen, neben dem Damage, den sie machen, und das kann Belveth aktuell nicht aufbringen. Und das mag im Competitive zwar relevant sein, aber in der Solo-Queue ist das absolut anders, denn ich habe bereits einige Spiele gespielt und sagen wir mal so, die Leute sind grundsätzlich nicht schlau genug, Belveths Schwächen auszunutzen. In der Solo-Queue pickt halt jeder, was er will. Und in den seltenen Fällen, in denen jemand auf lolcounter.gg oder so geht, dann hast du einen Counterpick im Gegnerteam. Einen einzigen. Und der ist dann meistens Rammus oder Poppy. Und dieser einzelne Counterpick reicht nicht, um Belveth auf ein Spiel zu bringen. Wollt ihr zum Beispiel wissen, wie das Hard-Losing-Matchup gegen Poppy Jungle aussieht? Poppy weht einen Dash von Belveth. Belveth drückt die E-Taste. Poppy kann keinen Schaden mehr machen. Die W von Poppy läuft aus und Belveth kann Poppy mit ihren Dashes runterrennen und gewinnt das 1 gegen 1. Natürlich ist Poppy grundsätzlich ein guter Pick gegen Belveth. Genau deswegen, weil sie ihre Dashes halt negieren kann und Belveth somit festsetzen kann. Weil man kann sich nicht alleine darauf verlassen, dass Poppy Belveth aus dem Spiel nimmt. Belveth kann das Ganze umspielen und das gilt für viele andere möchtegern Hardcounter wie Rammus eben genauso. Es mögen an und für sich gute Mittel sein, etwas gegen Belveth zu tun, aber alleine reichen diese Champions nicht aus, um Belveth aus dem Spiel zu bringen. Du brauchst wirklich mehrere Champions, um diesen Champion aus dem Spiel zu nehmen und nur ein Champion reicht nicht. Belveth kann die meisten Sachen umspielen, weil ihre E einfach so gut ist. Und das ist bei Belveth das Ding. Sie ist ein Solo-Queue-Hero, der mit seiner E viel Counterplay negiert. In organisierten Games kann man das vielleicht umspielen, da kann man den E-Cooldown abwarten und seine Fähigkeiten so einsetzen, dass man nicht alles in die E reinklatscht. Aber in der Solo-Queue ist dieser Spell einfach viel zu mächtig und er hilft Belveth dabei, ihren hohen Damage-Output auszuspielen. Wenn man das noch mit den Heals aus der Ult und den zusätzlichen HP der Ult kombiniert, dann hat man einen Champion, der viel zu wenig Counterplay hat, denn mit dem Damage sollte es eine Glaskanone sein, aber es ist halt keine. Es ist ultra schwer, Belveth im Teamfight zu töten. Naja, und wie lösen wir das Problemchen? Ganz einfach. Lass die Damage Reduction von der E mit Punkten skalieren. Ich meine, 70% auf Level 1? Was zur Hölle? Macht 30% raus und gibt der 10% pro Level oder so. Und gibt den Gegnern die Möglichkeit, das Ganze mit CC abzubrechen. Stellt euch vor, Master Yi könnte seine W auch durch CC aufrechterhalten. Man könnte die Master Yi W nicht abbrechen. Dieser Champion wäre broken. Und genau das ist mit Belveth der Fall. Dieser Spell braucht Counterplay und dementsprechend ist es wichtig, dass man den Spell mit CC abbrechen kann. Das ist wirklich wichtig. Und ich denke, diese beiden Änderungen würden eigentlich schon sehr viel helfen, diesen Champion der Solo-Queue weniger frustrierend zu machen, denn der Champion ist eigentlich nicht so OP. Es ist einfach nur, dass die E so dämlich ist in Kombination mit dem Rest, den der Champion hat, dass es, naja, der Champion ist halt überladen, die Zahlen sind zu gut. So viel zu diesem Video. Das ist mein erstes LoL-Video nach langer Zeit gewesen, wie ihr wisst. Und ich denke, das war ein guter Anfang. Es war jetzt nicht zu schwierig oder so, aber ich denke, das Thema war interessant genug für die meisten und ich kenne mich mit dem Champion aus, deswegen wollte ich darüber reden. Ich arbeite an, was macht eigentlich Katharina, sollte Sonntag kommen? Im besten Fall. Ne, im schlimmsten Fall kommt es Mittwoch danach und so in dem Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch sollte das kommen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Haut rein und tschüss, meine lieben Kinder.